Holst du mich ab? Schön weit sind dann schon. Sollen wir mal eine Ordnung machen? Thank you.
Come on, 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 come on
Das war's. Detmold gewinnt erneut den Pokal. Das Team Detmold schlägt das Team Lemgo. Verteidigt mit der Mannschaft. Ja, wie groß ist die Erleichterung? Es gibt eigentlich keine Erleichterung. Beste spielen solltest du üben. Erleichterung gibt es nicht. Erstens habe ich den Titel nicht gewonnen, sondern diese geilen Freaks da oben. Blendet mal da hoch kurz ins Fenster. Da oben im Fenster. Ja, die jetzt gerade jubeln. Das war die. Normalerweise hätten die nächsten Pokal verdient. Für 3 Stunden am Stück feiern. Und wenn, dann haben wir das als Team gewonnen, auch mit Jörg, der auch da oben in der Alters-Ehrenabteilung gerade steht. Erleichterung gibt es bei uns eigentlich nicht, weil wir einen Plan hatten, der anfangs überhaupt nicht aufgegangen ist. Da hat uns Lemgo echt das Leben schwer gemacht. Wir hatten zur Halbzeit eine gute Idee, wussten aber nicht, ob es greift. Und haben dann versucht, volles Risiko zu gehen. Sind weiterhin mit 3 Verteidigern unterwegs gewesen. Haben vorne unsere Stürmer alle 4 spielen lassen. Niklas Ernst wollten wir auswechseln. Haben dann aber gedacht, naja, wir halten an ihm fest, weil er gefährlich ist. Macht dann das Tor. Und anfangs war uns im Kopf geblieben, dass der Stadionansager hier sich so ein kleines bisschen über uns lustig gemacht hat mit Dreierkette Pep Guardiola. Das war überhaupt keine Kopie von Pep Guardiola. Wir haben nach den Trainingseinheiten die für uns sinnvolle Mannschaft aufgestellt. Wir waren vorne extrem gut besetzt und das wollten wir ausspielen. Und dadurch haben wir eben hinten ein bisschen auf Risiko gesetzt. Das hat Steffen Waldemarte richtig gut gemacht, der den Laden hinten zusammengehalten hat. Und vorne haben wir, glaube ich, richtig gute Klasse gehabt. Kannst du deine Gefühle beschreiben nach dem 0-1? Was ist der Rückstand für dein Team? Ja, das ist ganz einfach. Wir sind verdient in den Rückstand gegangen. Da ist man nicht mehr wirklich wütend, sondern sieht eigentlich, dass der Gegner sich für den Aufwand belohnt. Lemgo kann es 2-0 machen, dann sind wir fast tot. Aber bei mir weckt das immer so ein bisschen, wenn wir 0-1 hinten liegen, wird man angriffslustig. Und dann versuchst du alles. Und ich glaube, wir können durch Kai Gast das 1-1 machen. Der trifft leider einen Pfosten. Er sagt eben, war zu einfach, das Ding. Und ich glaube, dass genau das 0-1 die spielentscheidende Szene war. Weil da ging ein Ruck durch die Truppe und wir waren in der zweiten Halbzeit da. Und ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit ist hoch verdient. Kleiner Ausblick, hat dieses Event Zukunft? Meiner Meinung nach ja. Wir müssen nur alle zusammen gucken, dass wir den Wettergott irgendwie auf unsere Seite kriegen. Denn wenn diesem Event überhaupt was im Wege stehen kann, dann ist es das Wetter. Denn die Organisation von Lippekick, vom FSV Piwitzheide, allen Beteiligten, die irgendwo was geleistet haben, von meiner Seite, Hut ab. Das ist ganz großer Sport. Kapitän von Team Detmold, Tobias Gatzke. Hallo Tobias, du hast 3-mal mitgemacht und 3-mal gewonnen. Welche Bedeutung hat dieses Spiel heute gehabt, das siegreiche Spiel vor heimischer Kulisse? Ja, ist immer wieder ein geiles Event. Man freut sich, dass man dabei sein darf, unter den besten 18 Leuten, Kreisliga B und Kreisliga C. Und ist mittlerweile ein Prestigeduell. Man will auf jeden Fall gewinnen. Macht Spaß, danach mit den Jungs zu feiern, obwohl man sie nicht so gut kennt. Aber wir sind ein geiles Team geworden durch die 2 Trainingseinheiten und heute das Spiel. Und richtig gut. Und warum habt ihr gewonnen? Heute, ihr habt ja zurückgelegen 1-0. Ich denke, es lag am Zusammenhalt. Das passte am Dienstag beim ersten Training direkt. Wir haben uns alle gut verstanden. Spaß war da, aber wir haben es auch ernst, also richtig ernst genommen. Wir sind schwer ins Spiel gekommen, die ersten 20 Minuten. Aber ich glaube, dann hat es sich gezeigt. Das Wetter wurde schlechter, der Platz wurde schneller. Die Jungs haben sich den Arsch aufgerissen und am Ende dann auch verdient gewonnen. Ihr habt geführt, trotzdem 3-1 verloren. Woran lag's? Ja, schade, echt. Also sehr ärgerlich. Erste Halbzeit hätte man definitiv 3-0 zur Pause führen müssen, denke ich. 1-0 geführt, 2-0 auf dem Fuß gehabt. Torwart hält meiner Meinung nach klares Handspiel danach. Schiedsrichter muss einen Elfmeter geben, hat er nicht gemacht.
Und dann, zweite Halbzeit irgendwie ein bisschen eingebrochen. Was macht das Event aus, das Verknüpfungsgeld? Also mir macht das hier sehr viel Spaß. Also erstmal die Trainingseinheiten schon mit den neuen Jungs. Man lernt hier ganz viele neue Leute kennen, super geile Truppe gehabt. Und wenn man dann hier sieht, wie voll der Sportplatz heute war, auch bei dem Wetter, absolut geile Veranstaltung, gerne wieder. Nummer 12 vom TuS Leopold. Der nächste Spieler vom FC Augsburg. Hier bitte Hand auf der. Alle lächeln. Du bist einfach ein Profi. Zwinker noch. Er hat doch gespielt. Dann ist das wie wir beide. Dann ist das immer so. Aber ist geil, wir sind geil. Richtig geil, oder? Halbzeit hier beim Spiel der besten Spieler der Kreisliga A und der Bezirksliga. Dem ambulanten Pflegedienst in Detmold. Das ist der von Bonn, also. Überall. Hey! 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 Hey!
Was waren die Faktoren? Ich glaube, dass wir taktisch überlegener waren. Dass jeder wusste, genau wusste, was er machen sollte und musste. Und ja, ich denke, am Ende verdiente Sieg für Team Lemgo. Wie groß die Erleichterung jetzt nach diesem historischen Sieg? Ja, es war ja schon eine enorme Arbeit, sage ich mal. Ne? Spieler zusammenstellen. Wie stellst du am besten das Team zusammen? Oft ist es ja nicht nur die Qualität, sag ich mal, sondern vielmehr ist der Charakter gefragt und wie steht ein Spieler zu der ganzen Geschichte. Und natürlich, die Erleichterung ist groß. Ne? Vor allen Dingen hast du mich ja unter Druck gesetzt. Was kannst du mitnehmen nach diesem Event? Aus dem Spiel? Auf jeden Fall, einmal was das Event angeht, würde ich sagen, sowieso super Veranstaltung. Das weißt du, das war auch, habe ich dir auch vorher schon gesagt. Also was ihr da alles auf die Beine stellt, wie ihr euch darum kümmert, besser geht nicht mehr Einsatz und ich glaube, das ist schade mit dem Wetter, aber am 2. Juli kann man sich das halt nicht aussuchen, aber ansonsten überragendes Event. Ne? Okay, das ist 4-2 gemacht, eiskalt in der Hütte verwandelt. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, eiskalt. Ich Chance auf, mach ihn rein. Ne? Also, das heißt eiskalt. Es war geil von den Jungs, dass sie mir den Elfer noch gegeben haben. Es war eine mega Erfahrung mit den ganzen Leuten. Gerade mit einem Alex Ritter mal zu zocken oder einen Reinsch oder einen Tim Jahn, das ist schon überragend. Und das ist dann so die Jungs, die in der Kameradschaft, die dann kämpfen. Immer mit! Ja. Genau das ist das, was ich gerade gedacht habe. Es ist überragend mit den Jungs. Ne? Das macht halt so viel Spaß. Boah, ist das kalt. Wie groß ist die Erleichterung, Geschichte geschrieben zu haben? Die erste Mannschaft zum ersten Mal, dass das Lemgo den Titel gewonnen hat? Wenn man die Trainingseinheit sieht, war das nicht überraschend. Ne? Das ist, wir haben von vornherein gewusst, dass wir eine mega geile Truppe sind. Spielerisch, Einzelspieler hatten wir auch ein, zwei dabei. Da war Detmold wahrscheinlich überlegener von den Einzelspielern. Aber wir haben es als Team gelöst und das ist das Geile. Ne? Das ist das Team Lemgo. Team Lemgo hat gezeigt, was Team Lemgo ist. Wie ist deine Meinung zum Event an sich? Positiv, eine geile Sache. Ne? Man lernt andere Spieler kennen, man zockt mit anderen Spielern. Geilen neuen Trainer kennengelernt, Miron Tadic und Günther. Super Typen. Das macht einfach Laune, mal mit denen zu kicken. Und das Team-Event bietet diese Möglichkeit ja erst. Ne? Das hast du vorher ja gar nicht. Spielt meiner Kalletal-Auswahl oder meiner jetzt wieder in der Mega-Auswahl oder so. Aber so wie bei dem Event jetzt hier, hast du ja die Spieler gemacht. Gar nicht. Und das ist einfach geil. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Viel Spaß beim Feiern. Danke.